So gut gemacht. Und das sieht auch schon wieder nach einem neuen Rätsel aus. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Wie das vorhin, oder was heißt vorhin, wie das in irgendeiner der vorherigen Folgen war mit diesen Stäben, die wir da durcheinander gebracht haben. Und uns da recht lange dran aufgehalten haben. Und ich denke, heute ist mal nicht so schlimm, wenn ich ab und zu mal was trinke. Weil, wie gesagt, heute ist extrem heiß und man schwitzt nun mal auch. So, komm, den Schalter nehmen wir mit. Zack, 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 sehr schön. Und jetzt haben wir hier einen hohen Turm scheinbar, den wir erklimmen müssen. Schauen wir uns hier erstmal um. Hier gibt es aber nichts mehr für uns. Besser hier auf Ort. Ja, ja, mach mal. Die will wieder warten, die hat keine Lust mehr. Hey, wieso geht das nicht? Ha, sehr seltsam. Müssen wir noch weiter hoch, oder was? Darüber kommen wir nicht. Was haben wir da? Ah, vielleicht müssen wir hier lang? Nee. Oh, da sind wir in den Tod gestürzt. Mensch. Das war ja nicht so intelligent von mir. So. Seltsam. Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt. Ja, dann solltest du vielleicht weniger Drogen nehmen, mein Mädchen. Hallo? Wieso? Passiert nichts. Okay, alles klar. Den Sprung werden wir nicht schaffen. Sag ich doch. Schaffen wir nicht. Der ist zu weit. Ha, hier können wir auch keinen Wandlauf dran machen, um dort vorne dran zu kommen, weil uns da eine Säule... Seltsam. Ich habe das Gefühl, all das schon Mädchen, einmal erlebt. Ja, es ist... Wenn du doch von dem Sand weißt, was ist dann so überraschend davon, dass ich den auch mal einsetze, so von Zeit zu Zeit? Naja, wir lassen sie mal in ihrem kleinen Glauben, in ihrer Engstirnigkeit. Wir müssen auf dieses Ding drauf, aber wie sollen wir da drauf kommen, sag mal? Wie soll denn das gehen? Ich übersehe hier bestimmt wieder irgendwas. So, also hier können wir nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. So, kommen wir hier irgendwo hin. Da könnten wir da hinkommen, aber ich weiß nicht wie. Wir müssen hier irgendwie auf diese... Können wir hier vielleicht so... Ah, jawohl, ja. Das klappt doch. Und jetzt können wir hier... Jetzt wir... Ah, alles klar. Jetzt verstehe ich das hier. Sie hält an. Noch einmal. Ja, dann betätige du vielleicht mal deinen Schalter. Warum muss ich das jetzt wieder machen? Was haben... Ach nee. So, nochmal. Ey, Junge. Genau. Ey, Junge. Mal her. So, jetzt... Bah! Was ist denn das heute? Habe ich Knick in der Optik? Ich habe einen Knick in der Optik, eindeutig. Gibt's ja nicht. So, normal. Hoch. Stellt sich hier vor die Wand. So, geht doch. So, jetzt lässt du dich am besten nicht schneiden, du verdammter Emo. Da geht's rauf. Oder auch nicht. Dann geht's sicherlich hier rauf. Nein, sie auch nicht. Hier geht's auch nicht rauf. Ha. Ich bin ratlos. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Hier komme ich nicht hoch. Lass los! Ah, du Spinner, du. Müssen wir vielleicht zurücklaufen. Nee, das war auch nicht so ganz das Richtige, glaube ich. Kann nicht Patentlösung sein. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oder was haben wir denn hier? Na komm. Gleich darauf und runter und... Was haben wir hier? Ja, ah, ah. Geht nicht. Verdammt. So. Darüber kommen wir nicht. Das geht nicht. Betätige du doch mal den Schalter da vorne, Mädchen. Das hier geht nicht mehr. Es hat sich ausgelutscht. Ah! Ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem. Geht doch.
sieht jetzt an was meinst du, was ich vorhatte? Was stellt sie sich denn in die Mitte? Da kriegt man auch gar nichts mit. So, jetzt kommen wir... Mädchen, was machst du da? Und jetzt? Was... Ach, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Ich bin da. Jetzt wird wahrscheinlich die Treppe da hochgezogen. Dann können wir von hier da dran springen wahrscheinlich. Jawoll. So schaut's aus. Und wir springen zurück. Mädchen, ganz ruhig. Und jetzt... An die Leiter kommen wir nicht dran. Und da rausspringen. Was zum Teufel machst du da? Junge, Junge, Junge. Also... ich muss mir das mal abgewöhnen, die rechte Maustaste gedrückt zu halten beim Springen. Ah, cool, jetzt kommen wir hier raus. Alles klar. Unser Prinz verliert immer mehr seine Kleidung. Zieht sich immer weiter aus. War das wohl für die gute Fahrermacht oder nur für sein Ego? Ja, das war nicht so ganz die Patentlösung. Und jetzt haben wir keinen Sand mehr. Also jetzt dürfen wir uns hier nicht mehr auf diese gefährlichen Spielchen einlassen. Aber das klappt. Und jawohl, das klappt auch. Ja, da sind wir. So. Lass mich auf die Brücke und betätige deinen Schalter. Los. Ja, jetzt musste ich auch in die Mitte rennen, damit sie das ausführt. Dabei hätte ich doch einfach da stehen bleiben können. Dann wäre es doch hier einfacher gewesen. Hätte ich nicht so viel laufen müssen. Bei den Temperaturen, ja, da schwitzt du dich doch kaputt. So, einmal umgedreht und hoch. So, und die lassen wir jetzt da unten, würde ich sagen. Nee, geht wahrscheinlich wieder nicht. Ach, das ist ja praktisch. Kriegt die gute kleine Fahrer ein Schnellreisemittel an die Hand gelegt. Ist ja wunderherrlich. Und wir müssen uns hier wieder abkämpfen und abrackern, damit Madame hier ganz locker durchkommt und so. Ne? Weißt Bescheid. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt. Ja, ihr kommt da natürlich hier wieder durch den Schlitz durch. Ich kannte dieses Loch. Ich wollte nur sehen, wie ihr es auch kennt. Naja, wenigstens Türen kann sie öffnen. Und ich ahne hier schon wieder was. Lauft weiter! Natürlich, die Flattermänner wieder. Ach ja, ich mag die Flattermänner. Irgendwie nicht. Die lassen sich so schlecht immer treffen. So. Ach, wir können... Das ist die einfachste Variante, glaube ich. Einfach einmal abblocken und dann zuhauen. Ah, das ist ja super. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Jawohl, das geht doch easy going hier. Und weiter geht's. Du kriegst auch auf die Schnauze. Dein Schnabel hängt schief, Kollege. So. Und ab in den Save Point zum nächsten Abschnitt. Ich bin auch schon längst von der Brücke runter. Worauf soll ich denn jetzt noch aufpassen? Darauf, dass ich nicht ganz stupide einfach mal hier den Abgrund runterfalle. Nee, nee, Freunde, das mache ich nicht. Ja, das sieht doch nach einer ordentlichen Kletterpartie aus. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Sehr witzig. Jetzt mach die Tür auf. Nein, im Ernst. Er ist wirklich kaputt. Tja, dann kommen wir wohl nicht durch die Tür. Na gut, macht es euch bequem. Ich suche einen anderen. Trinken wir mal eine Runde gemeinschaftlich.
Gut. Und weiter geht's hier nach unten, denn wir müssen tatsächlich hier runterklettern. Und die Perspektive ist gerade nicht erfrischend. Denn wir befinden uns hier fast im Blindflug. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet und wo wir uns überhaupt noch dran festhalten können. Ich hoffe mal, dass wir da... Jawohl, das geht. Das klappt noch. Ja, und der gute Prinz, der muss sich doch schon ziemlich abrackern. Der hat bestimmt am nächsten Tag hat er ordentlich Muskelkater. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Hier müssen wir einfach langsam mal die Wand runterspringen. Das geht ja auch wunderbar hier. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass der Boden nachgeben wird. Und was sage ich? Ah, gut, gerade noch geschafft. War schon knapp gewesen. Und sowas mag ich ja überhaupt nicht. Ich bin hier oben. Schön für dich. Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Ja, schön. Leichter gesagt als getan. Hier können wir runter. Können wir nochmal eins runter. Und dieser Boden, der wird auch nicht halten. Oh. Ah! Ups. Halt, falsch. Ja, dürfen wir das Ganze nochmal machen? Wie schön. Da freue ich mich richtig drüber. Ja, so geht's manchmal, wenn man seinen ganzen Sand einfach mal verbraucht hat. Noch keine Gelegenheit hatte, den wieder aufzufüllen. Und wie gesagt, der Prinz, der muss sich ja schon genug abrackern. Der kann sich nun mal auch nicht alles an den Kopf merken und was. Da muss er nun mal ab und zu mal ohne Sand auskommen. Und so schwierig ist das hier eigentlich nicht. Das war ja wieder nur ein Fehler von mir, dass ich da so ein bisschen rumgefailt habe. Und das Spiel als solches ist ja jetzt auch nicht ganz schwierig. Es ist schon anspruchsvoll, die Kletterpassagen manchmal zu meistern. Aber es geht. So, jetzt kommt wieder Fahrer vorbei. Ich bin hier oben. Schön. Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Ja, schön. Das finde ich sehr sozial von dir, dass du uns das zeigen willst. Und hier springen wir einfach mal dran. Und hier springen wir mal einfach drüber. Ja, das war doch ein guter Plan. Und wir kriegen Sand. Und einen neuen Sandbehälter. Wunderbar. Das ist perfekt. Hier kommen wir nicht durch. Dafür ist selbst unser starkes Schwert nicht stark genug. Und ich befürchte, dass wir jetzt hier rüber müssen. Ich befürchte es nicht nur, ich weiß es sogar. Das haben wir ja gerade noch so hingekriegt. Müssen wir da wohl rein? Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar, der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut, ich treffe euch dort. Ja, sehr schön, wie er sich, ja, so ein bisschen über sie lustig macht, so sie ist. Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank, pst, nicht weiter sagen, zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält, oder sie wickeln dich um den Finger. Ich war zu nachsichtig. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Vorausgesetzt, ich finde sie. Ja, schön. Ich finde, jetzt langsam fängt das Spiel an, sich richtig in die richtige Richtung auch zu entwickeln. Aber wir schauen jetzt erstmal, was uns im nächsten Abschnitt erwartet.